Jetzt gucke ich dahin, weil ich denke, da ist die Kamera. Ich will meine Einleitung machen und ich gucke dahin. Dabei ist die Kamera jetzt da. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich bin der Seno, du bist der Zuschauer. Moin, moin, ich grüße dich. Wir spielen XCOM. Wie gesagt, das Original von 1994, das sollte man an der Grafik sehen. Aber wir spielen die X-Pirates-Mod. Das sollte auf jeden Fall den Leuten auf YouTube mittlerweile bewusst sein. Und genau. Wir haben, was tatsächlich sehr überraschend ist momentan, vier einsatzbereite Kämpfer. Kev Gameboy, Firefly, Chiroxy und Superspieler sind am Start und sind bereit, für uns ins Feuer zu gehen. Während Tiamasu und Jason Collar noch einen Monat lang weg sind, Tiamasu sogar fast zwei. Und Pity Platsch, Azrael, Rumble chillen rum, auch noch 2 bis 3 Wochen. Das heißt, wir müssen ein bisschen mit den Ressourcen, die wir jetzt haben, auskommen. Eine Drittelmillion auf dem Konto ist okay. Ja, unsere Messehalle ist gebaut, Forschung läuft. Wir gucken an, wie wir Hunden einen Namen geben können. Moin, Also, wir moin, du wollen geiler unseren Fabrikbesitzer. Kampfhunden quasi einen Namen geben. Tja, mal so, wir haben gerade über dich gesprochen. Du hast es, glaube ich, gestern nicht mehr mitbekommen. Doch, du hast es gestern noch mitbekommen. Du warst bis zum Schluss da, ne? 53 stolze Tage bist du erstmal ausgefallen. Aber das ist okay. Ne? Ich versuche auf euch aufzupassen, diesen Part. Ich mache schon mal die Abstimmung auf. Also im Streambot gehe ich mal ganz kurz rein und starte die Warteschlange. Das heißt, jeder, der noch nicht in der Liste ist, kann einmal Ausrufezeichen XCOM drücken oder tippen und dann landet ihr quasi in der Liste. Und wenn eure Zeit gekommen ist, dann dürft ihr für mich kämpfen und sterben. Ihr werdet sterben. Wir machen uns da gar keine großen Illusionen. Ihr werdet sterben. Aber ich versuche ein bisschen auf euch aufzupassen. Hier drüben ist jetzt gerade ein kleines UFO gelandet, das versuchen wir mal abzufangen. Ne, Größe ist klein, Höhe ist auf dem Boden, Geschwindigkeit ist 0, weil es ist auf dem Boden. Kurs hat es keinen, weil es ist auf dem Boden. Und wir gucken mal, dass wir jetzt mit unseren 4 Streitkräften und eventuell einem Hund, ich weiß nicht, ob wir noch einen Hund dabei haben, hier in die Mission gehen. Ja, bellende Hunde beißen nicht. Es kann sein, dass das Ding jetzt kurz vorher startet, sieht aber gut aus. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wenn Flugzeuge auf dem Boden landen, es könnte alles Mögliche sein. Wir haben bisher erst über einen Missionstyp etwas gelernt. Das sind hin und wieder Schiffe, die landen, um dann irgendwelche geologischen Proben zu nehmen. Ja, wir wissen nicht, was uns erwartet. Von daher werden wir uns breit aufstellen. Wir haben 2 Sprayguns dabei. Superspieler ist ein bisschen stärker geworden seit dem letzten Mal und kann eine Yummy-Yummy-Handgranate mit in die Hand nehmen. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Dasselbe gilt für Chiroxy, der kann sogar 2 Handgranaten mitnehmen. Das passt vom Gewicht ganz gut. Firefly kann auch richtig viel schleppen und wir wollen nicht wegen zu vielen Granaten die Mission verlieren. Von daher, jeder, der schleppen kann, darf Granaten in die Hand nehmen. Wieso streamst du denn XCOM schon so früh? War doch sonst immer erst in den Abendstunden. Gut, dass du es erwähnst. Das sollte ich vielleicht nochmal klarstellen. Ich möchte das heute und vielleicht die nächsten Moin, Tage moin, mal du geiler umstellen. Fabrikbesitzer. Hallo, Art Sophie. Oh, die 12-jährige Schweizerin ist da. Ich möchte das mal kurz erklären. Normalerweise streame ich zuerst Factorio und dann XCOM. Das hat aber den Nachteil, dass die Leute, die erst später von der Arbeit kommen und erst später am Abend Zeit haben, dann XCOM gucken müssen und eventuell keine Lust auf XCOM haben. Ich möchte jetzt mal gucken, ob ich nicht XCOM zuerst streame, weil meine Mom, für die ich das hauptsächlich streame, also für euch auch, aber meine Mom guckt da halt gerne zu und bei Factorio nicht, kann ich dann zuerst XCOM spielen. Und dann irgendwann um 8, halb 9, 9, wenn wir halt Bock haben, wechseln wir das Game. Und dann kann ich Factorio bis in den Abend reinstreamen, bis ich keinen Bock mehr habe. Wisst ihr, wie ich meine? Und die Leute, die dann erst nach Hause gekommen sind, haben dann noch viel mehr vom Onkel Seno und können das genießen. Länger. Mal gucken, wie sich das mit den Zuschauerzahlen im Laufe von einer Woche oder so dann entwickelt. Es könnte halt sein, dass das tatsächlich besser ist. Wen haben wir denn da gefunden? Was ist das? Ah! Mein Mausrad. Ich brauche eine neue Maus und Tastatur übrigens. Ich warte auf den Black Friday. Wir sehen den Gegner, ich kann ihn aber nicht anvisieren. Eigentlich kann ich das Mausrad drücken. Verdammt. Eigentlich kann ich das Mausrad drücken, um zu gucken, was das für ein Vieh ist. Aber es geht gerade nicht. Das ist ein bisschen scheiße. Warum will mein Mausrad nicht, Leute? Dann kann ich halt auch nicht nachsehen, was der für Waffen hat. Das ist ja voll nervig. Kann man. Ja, man kann bestimmt irgendwie den mittleren Mausbutton umdödeln. Aber. Ja, ist mir jetzt zu viel Aktion. Wir versuchen es jetzt also mit weniger Erfahrung alles hinzubekommen. Art Sophie, ich grüße dich. Geht es dir gut? Hast du ein bisschen Nickerchen gemacht? So, wir könnten jetzt anfangen zu schießen, aber tatsächlich möchte ich vielleicht mir eine Runde Zeit lassen,
Moin, du geiler Fabrikbesitzer. Das ist jetzt ein bisschen Risiko, was wir hier machen, weil wir quasi unser sicheres Raumschiff verlassen und nicht genau wissen, wogegen wir spielen. Ich bilde mir ein, dass ich die Silhouette dieser Figur erkannt habe und dass das irgendein Sicherheitspersonal ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, deshalb gucken wir jetzt einfach mal, was passiert. Wir hoffen, wir werden nicht unter Beschuss genommen. Sehr gut. Und dann gehen wir jetzt nochmal gucken, ob wir hier irgendjemanden finden. Vorteil jetzt, das wissen wir ja, die Gegner haben sich bewegt und haben jetzt nicht mehr ihre volle Bewegungsenergie und können nicht einfach so Reaktionsfeuer raushauen, wie sie lustig sind. Trotzdem sollten wir eigentlich lieber zusammenbleiben. Dass wir uns aufteilen, ist nicht ganz so clever. Und wir sehen hier oben, jetzt geht auch mittlere Maustaste, keine Ahnung, was da los war. Spartanischer Scout, okay. Das heißt, das ist irgendeine militärische Truppe. Und ich würde sagen, mit der legen wir uns an, das trauen wir uns. Oder sind sogar zwei drin. Spartanischer Rifleman, das sah mir nach einer Pumpgun aus und der hat einen Manstopper und was ist das hier, eine kleine Sichel, Rasiermesser. Gut, wir laufen erst nochmal zurück, einfach weil ich wirklich in Deckung bleiben möchte. Wir müssen hier sehr taktisch vorgehen. Wir sind nur zu viert, das sind viele Gegner höchstwahrscheinlich, weil es ist ja ein unbeschädigtes Raumschiff und wir müssen gucken, wie es geht. Ah, okay, da muss ich demnächst früher Feierabend machen. Ich sehe XCOM auch lieber als Factorio, auch wenn der Unterschied nur gering ist. Wenn ich ehrlich bin, tja, mal so. Das freut mich. Also ich mag das, dass unterschiedliche Leute mir für unterschiedliche Dinge gerne zugucken. Das ist ja richtig, das ist ja auch völlig, völlig in Ordnung und legitim. Am liebsten mag ich es, wenn Leute meinetwegen zugucken. So muss ich so ganz egoistisch sagen. Am liebsten habe ich es, wenn Leute meinetwegen zugucken. Kannst du aber halt auch nicht immer von jedem verlangen. Ne? Geschmäcker sind verschieden. Der eine mag das mehr, der andere mag das mehr. Und ja. Ja, jetzt bin ich ein bisschen weniger müde. Das hat Schlafen so an sich, Sophie. Schön, dass du da bist übrigens. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was der für eine Waffe hatte. Was zur Hölle ist das? Oh Gott! Heavy Trooper. Wir haben uns hier wirklich mit irgendeiner paramilitärischen Fraktion angelehnt, gelegt. Die Spartaner heißen sie, nicht? Ja, Spartaner. Moin, moin, du geiler Habt ihr gesehen, was der für ein dickes Rohr hat? Der macht Xeno-Konkurrenz, liebe Leute, mit dem Ding. Wir sollten uns davon nicht treffen lassen. Wir sollten den möglichst diese Runde umklatschen. Die Rüstung, die er trägt, sieht zum Glück nicht unbedingt nach dick gepanzert aus. Also ich habe die Hoffnung, dass wir da mit unseren kleinen Kaliberwaffen durchrödeln und dass der Typ noch zwei, drei Kugeln umkippt, wie ein Good Boy. Be my good boy. Er will nicht kippen. Kipp mal bitte um. Jetzt ernsthaft. Das ist halt schon, weißt du, wenn du mit einer Uzi 4-5 mal raufschießt und der Typ immer noch steht, ist das nicht ein sicheres Zeichen. Aber dann ist das ein Problem. Wisst ihr, wie ich meine? Ist, ach du Scheiße! Ich möchte, dass Gegner sterben, wenn ich auf sie schieße. So, das ist das eine Ding, was ich mir von dem Spiel gerade wünsche. Stirb. Stirb, stirb, stirb. Komm, komm. Alter, wenn der so viel jetzt schon erblutet, das ist gut. Ich glaube auch, er hat so eine Einschusswaffe. Gut, er ist gestorben. Ich glaube auch, er hat so eine Einschusswaffe. Soll heißen, wenn, Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Dass er erst nachladen muss. Wir gehen mal ganz kurz nachgucken, ob er noch irgendwie Munition für das Ding hatte. Ja, Air Rifle Shell und Recoilless Rifle nennt sich das Ding. Und eine Handgranate hat er auch. Leute, das wird heftig. Manu, pfui, XCOM, sagst du. Damit machst du dich gerade auf dem Kanal nicht sehr beliebt. Scheiße, das ist der Nächste. Der hat auch irgendeine dicke Waffe. Für dich als Hinweis, Manu, wir spielen später noch Factorio. Ja, aber ich hatte es eben gerade schon erklärt. Ich will erst jetzt immer XCOM spielen und später Factorio. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich dann länger Factorio spielen kann. Also ich mache dann irgendwann... Oh, eine Handgranate. Ach Leute, ich glaube, ihr werdet alle sterben. Ich glaube, wir müssen weglaufen. Oh, das läuft nicht gut. Oh, bitte, bitte, bitte. Sei nur eine Betäubungsgranate oder so. Oh Gott, das sind ja auch richtig viele. Es ist eine Brandgranate. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und jetzt nicht durchdrehen? Einfach mal jetzt nicht ist durchgedreht anzeigen. Ich wollte auch nicht sterben. Okay, es läuft nicht gut. Wir packen unsere 7 Sachen und laufen weg. Da fliegen Brandgranaten. Das ist nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Oh, Firefly ist auch so gut wie tot. Okay. Ich mach's nicht gerne. Chiroxy. Xenophie, weg, ja. Wir flüchten. Das Problem ist jetzt, Chiroxy bleibt hier mal kurz drin.
G-Roxy darf jetzt nicht sterben. Ich werde niemanden sonst retten können. Firefly hat keine Bewegungsenergie mehr. Oh, Superspieler ist noch am Start. Okay, Superspieler, pass auf. Du Heldenmission. Lauf ins Feuer. Nimm dir diese Waffe. Okay, die wiegt zu viel. Dann werf den Erste-Hilfe-Koffer weg. Und die Knarre weg. Und nochmal einen Ladestreifen weg. So. Scheißegal. Und jetzt lauf, Mädel. Superspieler ist eigentlich ein Kerl, aber in dem Spiel ist er halt ein Mädel. So, lauf und ich hoffe, Superspieler kommt nächste Runde. Mit der Waffe. Ja, scheiße, ich wollte hinter der Tür in Deckung gehen. Ja, Superspieler, versuch dein Glück. Du geiler Fabrikbesitzer. Captain Spryce, ich grüße dich. Hallo, try Xenonauts. Yeah, I have Xenonauts on my drive, but I never actually played it. And I have to say, I enjoy XCOM, the original, together with the Total Conversion Mod X-Pirates a lot. Das ist das alte XCOM Butchers. Ja, das stimmt. Ja und na, oh Gott. Oh Scheiße, wir werden richtig auseinandergenommen. Das ist katastrophal. Ja, Superspieler, es tut mir leid. Auch du bist tot. Auch Firefly ist tot. Wir werden flüchten. G-Roxy, du bist der Einzige, der überlebt. Ich wünsche dir viel Glück, beziehungsweise ich beglückwünsche dich so rum. Und weg sind wir. Es ist das alte XCOM, das stimmt, aber es ist das alte XCOM mit der Total Conversion Mod X-Pirates. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn nicht, probiert es aus, Leute. Es ist die beste XCOM-Erfahrung. Es ist besser als XCOM 1, als XCOM 2, als die Remakes, als die Add-ons. Es ist, muss ich pumpen, Waschka will, dass ich pumpe sofort. Es ist das alte Original. Ich zeige euch nur mal ganz kurz, wir sind wirklich am Anfang des Spiels. Das ist jetzt die vierte Stunde oder so, die wir spielen. Und alleine jetzt, was wir schon alles an Waffen erforscht haben, ja. Über Hände, über Hunde, es gibt Haustiere, die man sich halten kann. Es gibt tausend verschiedene Waffen, extrem viele verschiedene Fraktionen, eine ganz eigene Backstory, die es zu entdecken gibt. Es ist wirklich die einzige wahre XCOM-Erfahrung, Leute. Es bockt unglaublich. Und wir sind halt noch sehr am Anfang. Über Drogen, über Zigaretten, über schöne Unterwäsche, über Crack, über Fleisch, über kleine Bunnies, alles Mögliche. Tausend neue Einrichtungsgegenstände und so weiter und so fort. Neue Gegnertypen hier, wie ihr sehen könnt. Von Krankenschwestern über Wissenschaftler, über GOs. Aliens, es ist krass. Nee, die kenne ich noch nicht, aber mich lachen mich immer damit aus. Aber mich lachen die immer damit aus. Womit lachen die dich aus, Butchers? Ich muss übrigens einmal kurz pumpen. Ich habe hier Kanalpunkte auf dem Kanal. Wenn einer 2200 investiert, muss ich immer einmal kurz ein bisschen... Ich mach das mal nebenbei, dann kann ich trotzdem weiterreden. Ja, Hotkeys. Es ist auch immer mit schönen Anime-Bildern unterlegt, wie man hier sehen kann, ja. Es gibt wirklich viel zu lernen. Wir spielen mal einfach weiter. Ich habe jetzt gerade Soldaten verheizt. Das ist gerade am Anfang des Spiels überhaupt nicht gut. Wir haben jetzt nur noch 6 aktive Soldaten. Das war eine richtige Scheißmission, Leute. Eine richtige, richtige Scheißmission. Das alte XCOM, glaub mir, Butcher, ich verarsche dich nicht. Das ist die beste Erfahrung. Guck mal, wir machen mal einfach weiter. Ich habe jetzt halt echt hart gerade verschissen. Und ich glaube auch, das Einzige, was wir realistisch machen können, wir müssen neue Handlanger kaufen. Wir stehen finanziell gerade ganz gut da. Ich kaufe 4 neue Soldaten für 200.000. Das ist halt quasi ein Wissenschaftler, den wir uns hätten leisten können. Aber was soll's. Die brauchen jetzt, wie lange bis hier ankommen? Wir gucken mal eben ganz kurz nach. 4 Tage. Das, nee, ja doch, 120 Stunden ungefähr. 5 Tage. Ziemlich genau 5 Tage. So lange müssen wir die Füße stillhalten. Ja, aber dann werden 5 neue Leute von euch nachrücken und dürfen in den in Sinus Kader aufgenommen werden quasi. Wir haben eine Forschung abgeschlossen, wir haben einen Wissenschaftler, den wir gefangen genommen haben, verhört und der verrät uns alles über die menschlichen Bevölkerungsgruppen. Privilegierte Minderheit, ja. Diese Menschen behaupten von sich, die Erde zu beherrschen. Um sich von uns Mutanten abzuheben, denn die meisten von ihnen sehen irgendwie menschenähnlich aus, also die meisten von uns sehen irgendwie menschenähnlich aus, nennen sie sich selbst Purebloods. Purebloods ist also sowas wie ja, Leute von reinem Blut. Wo das hinführt, können wir uns schon denken. Ich meine, gerade als Deutsche sollte da was klingeln bei dem einen oder anderen. Als Grundregel gilt, wenn du wie ein Mensch aussiehst, genug legales Eigentum hast, dich den Gesetzen unterwirfst und in einer der offiziellen Siedlungen lebst, dann bist du ein Pureblood.
Wenn du arm bist, illegal. Wenn du arm bist oder ein Illegaler, dann bist du kein Pureblood. Selbst wenn du genauso wie ein Mensch von damals aussiehst. Die Menschen sind zwar eine eigene Plage, aber die einfach nur wie Bürger aussehen, sind nicht unbedingt alle böse. Okay, sie einfach alle abzuschlachten, würde dafür sorgen, dass wir kein Schutzgeld mehr von den verschiedenen Regierungen bekommen. Aber so ein paar davon ausrauben oder sie hin und wieder mal ein bisschen ärgern und quälen, das geht voll durch. Das haben wir jetzt also von unserem Wissenschaftler, den wir erforscht haben, bekommen. Jetzt haben wir hier eine ganze Reihe neuer Forschungen, die wir nehmen können. Und ich würde sagen, wir nehmen mal Kontakt auf zu der Gilde der Bauer oder der Ingenieure oder sowas. Der Bauherren, wenn man so möchte. Seno Hutu-Nase, ist da auch Hutu-Nase gekommen? Setz den Hut auf, auch das noch. Okay. Ja, ja, ich bin ja dabei. So. Aktueller Spielstand quasi. Wir sind dabei. Das mit gegilten Haaren gar nicht so leicht. Fuck. Wir sind quasi dabei und warten darauf, dass erstens Ersatzsoldaten ankommen und die Soldaten, die wenigen, die wir noch haben. Ich fasse es nicht. Wir sind halt richtig dead. Was ist denn dieser Schwierigkeits... Wir werden verkacken gerade. Ja, unsere Basis wird gerade angegriffen. Und wir haben halt original 3 Soldaten, die sich verteidigen können, weil alle anderen krank sind. Unser Hauptquartier wird angegriffen. Wir sind noch im ersten Spielmonat oder so. Das ist nicht normal, dass es jetzt schon so abgeht. Alter Schwede. Das ist überzogen bitter. Also richtig, 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 richtig bitter. Wir haben halt 3 Leute zum Verteidigen. Es kann gut sein, dass das Game jetzt over ist, aber wir haben ja zum Glück den Mutantenmodus ausgeschaltet. Das heißt, ich könnte dann nochmal laden, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt. Wir nehmen mal eine Uzi. Beim letzten Mal, also bei Season 1, die wir gespielt haben, war es tatsächlich so, dass wir den Supermutantenmodus anhatten. Und das hat dann quasi dafür gesorgt, dass wenn die einzige Basis, die du hast, wenn die zerstört wird, ist halt good game, ist game over, dann ist vorbei. Rumble mit dem Vibro-Schwert. Oh nein, wir geben dir Schild und du brauchst auch eine Knarre. Rumble ist nicht so gut, was seine Schussfähigkeit angeht, aber hilft doch nichts. Irgendwas müssen wir machen. Nehmen wir die gotische Strahlenpistole, die macht wenigstens Plasmaschaden. Das ist richtig, das ist lächerlich heftig jetzt. Ich werde es versuchen irgendwie, dass wir unsere... Ich glaube, die haben die Schwierigkeit erhöht. Das glaube ich aber echt auch. Also, das ist richtig bitter. Aber es ist unsere Basis, ne? Wir haben Heimvorteil. Ja, wir gucken mal, ob uns das was bringt. Meistens greifen einen nicht unbedingt kleine Gruppen an, muss man leider ganz ehrlich sagen. Wir haben eine Sicherheitskamera, das ist okay. Hier haben wir auch eine Sicherheitskamera. Das hier ist das wichtigste Gebäude, das ist der Aufzug. Da kommen die Gegner an oder hier in den beiden Hangars. Ist die Mehrzahl von Hangars? Ich glaube ja, oder? Okay, das heißt, wir laufen jetzt erstmal los mit dem Hündchen. Er kommt nicht so wirklich weit. Wir müssen erstmal versuchen, die 3 Soldaten plus den Hund, den wir haben, irgendwie zusammenzuziehen. Es ist noch nicht alles verloren, aber das wird hart. Ach guck mal, wir haben sogar mehr als einen Kampfhund. Dann dürfen beide Kampfhunde hier hin. Alter, das wird hart. Hangover, ja, okay, das macht natürlich sehr viel Sinn. Oh, wir haben sogar noch einen Kampfhund. Okay, Kampfhunde werden hier platziert, dass die nächste Runde zuschlagen können, wenn da oben Leute aus dem Aufzug kommen. Das ist tatsächlich ganz gut. 3 Hunde, ihr wisst... Oh, noch ein Kampfhund. Hätten wir doch bloß noch mehr gekauft. Lassen wir den erstmal hier hinlaufen. Also, grober Überblick. Hier oben sind die beiden Hangars. Hier haben wir den Aufzug. Und wir haben halt nur diesen einen Korridor. Hier wird sich die ganze Action abspielen. Und da müssen wir jetzt 4 Hunde plus... Fußvolk hinbringen. Chiroxy ist weit weg. Chiroxy ist aber auch richtig kampferfahren. Ich meine, der hat das Ding da eben überlebt, weißt du? Was soll ihm jetzt bitte passieren? Wenn er das eben schon überlebt hat, müsste er doch jetzt erst so richtig safe sein. Okay, ersten Zug vorbei. Mal gucken, wer uns angreift. Vielleicht finden wir das ja erstmal raus. Nee.
Nicht einen Schritt zurück, unsere Mädels erhalten extra Moral. Das ist doch auch mal ganz schön. Okay, Sicherheitskamera guckt sich um. Die Akademie. Okay. Krankenschwester mit Pumpgun in der Hand. Das sind Gegner, gegen die haben wir schon öfter gespielt. Die sterben, wenn man sie trifft. Nicht so wie die Dullis eben. Ein Zielschuss von Rumble. 33% Trefferwahrscheinlichkeit. Wir versuchen mal unser Glück. Ja. Und nicht mal eine Leiche übrig geblieben. Das ist halt die gotische Strahlenpistole. Die haben wir von Anfang an des Spiels, weil wir sie quasi geklaut haben, als wir aus dem geheimen Labor ausgebrochen sind. Und nice. Das ist gut. Das ist gut. Wir bleiben hier in Stellung. Wir ziehen unsere Hunde hier in die verschiedenen Seitenräume. Einen dahin, einen dahin. Und wenn hier jemand in den Gang kommt, dann kommen aus den Türen aber richtig viele Hunde und zerfetzen. Ja, das sind Zerfetzer, sind das. Keine normalen Kampfhunde. Das sind Zerfetzer, ich sage euch das. Okay, Chiroxy, du sollst bitte nicht den ganzen Spielspaß verpassen. Wir nehmen schon mal einen Molotow-Cocktail in die Hand. Dass wir nächste Runde, falls sie oben aus dem Aufzug rauskommen. Oh, schwerer Satz. Direkt mit Handgranaten und so weiter beworfen werden können. Kampfhund bringen wir auch in Stellung. Man muss daran denken, unser Stützpunkt hat mehrere Ebenen. Es gibt unten noch eine Kanalisation und die können vom Hangar auch in die Kanalisation und hier unten durchs Wasser warten. Und es gibt Lüftungsschächte. Die können mit dem Aufzug hier nach oben fahren und dann haben sie hier Möglichkeiten, auch da oben lang zu gehen. Aber wir wollen einfach mal darauf hoffen, dass sie alle nur in den Hangern rumstehen. Ah, da kommen sie jetzt schon zwei, drei raus, greifen unsere Sicherheitskamera an. Sie kommen aus dem Aufzug, das war abzusehen, zu erwarten. Mindestens 6 Leute sehen wir noch und es werden wahrscheinlich mehr sein. Kamera kaputt. Wir werden beschossen. Ich weiß gar nicht, auf wen er schießt. Eigentlich dürfte er ja nicht wirklich viel sehen. Chiroxy kommt außer Tür, sieht den Typen hier oben alleine stehen. Und ich würde sagen, Hunde-Action. Hund kommt raus, genauso wie wir das eben besprochen haben, und zerfetzt. Komm, Zerfetzung. Ich habe gebellt. Scheiße. Wir sollen zerfetzen. Zerfetzen! Und wieder in Deckung gehen. Das ist das Schöne an einem rundenbasierten Spiel. Man hat einfach mehr Möglichkeiten. Gut, jetzt haben wir hier quasi nochmal, können kurz gucken. Da sind, einer ist hier vorne mit einer Pumpgun. Wir laufen mit dem Hund hin, beißen zu. Zerfetzen! 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 Okay, und müssen dann aber wieder in Deckung gehen. Rumble ist hier relativ alleine. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Ein bisschen taktischer Rückzug in den Gang. Umdrehen, einmal schießen und dann weiter weglaufen. Einmal noch einen Zielschuss hier. Okay, den Schrank brauchten wir eh nicht, da war nicht wichtig. Ja, da war bloß die Pornhub-Sammlung drauf auf dem Server, ist okay. Ja, und die anderen werden da gleich rauskommen. Wir bleiben hier, dass wir den taktischen Vorteil der Tür haben. Wir könnten jetzt mit dem Kampfhund nochmal hinlaufen und das machen wir auch. Kampfhund läuft. Beiß den Pumpgun-Typen nochmal. Wie viel brauchst du, um wegzukommen? Ja, geht. Ein Biss geht noch. Ein Biss reicht auch noch. Und jetzt jetten wir hier wieder in die Ecke. Zack, 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 zack. Okay, die Hunde haben Blut gerochen, Leute. Die sind richtig geierig jetzt. Naja, nee, bleib mal da drin, Hund. Und dann war das, ne? Wir hatten hier noch Chiroxy. Chiroxy geht mal einen Schritt zur Seite. Geht zwei Schritte zur Seite, weil er da ja eben irgendwie noch beschossen wurde. Wobei, wahrscheinlich haben sie auf die Kamera geschossen, nicht auf Chiroxy. Egal. So, wir beenden die Runde. Zwei Gegner haben wir schon mal tot. Yay. Haben zwei Security-Kameras verloren, aber das ist okay. Einer ist runter in die Kanalisation. Chiroxy geht zuerst gucken. Sieht auch ein. Selbes Spiel wieder. Wir holen die Hunde. Beziehungsweise, nein, diesmal soll Azrael ballern. Wobei, erst Rumble. Zieht zwei Leute nebeneinander. Ja. Azrael hat eine Brandgranate, eine Giftgasgranate und eine hochexplosive Granate. Wir nehmen die hochexplosive Granate, scharf machen und werfen zusammen 53. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. 53 können wir hier hin. Da kommen wir nicht mehr weg. 56. Ja. Wir benutzen die Handgranate nicht. Sonst müssen wir draußen stehen bleiben und haben keine Deckung. Das gefällt mir nicht. Und der gute Rumble hat leider selber keine Handgranate dabei, weil er ein Schild hat und Inventar voll. Nee, Pöbi lässt keinen rein, da hast du recht. Das heißt, wir ballern jetzt so gut es geht. Wobei, wir haben hier noch die beiden Kampfhunde, damit können wir ja anfangen. Die sind ja direkt neben unseren Hunden. Stimmt, hatte ich fast vergessen. Die sind nicht so kontrastreich, die sieht man hier so schlecht. Sehr gut, Hunde haben geregelt. Rumble
Geht hier unten in Deckung. Bis jetzt läuft's gut. Die laufen alle in unsere tödliche Hundefalle. Asrael kommt mal eben raus. Der wird weggesprayt. Das traue ich uns zu. Ich möchte eher die Kills mit unseren Soldaten machen, als mit unseren Hunden. Einfach, weil die Soldaten XP sammeln. Das heißt, wenn wir hier mal einen wegballern können, viel schöner. Chiroxy geht wieder in Deckung. Die Hunde haben immer noch... Ist er hier runtergejumpt? Da bin ich mir halt nicht ganz sicher. Der Kampfhund hat noch volle Bewegungsenergie. Wir gehen mal unten ins Wasser. Ja, und da ist er hin. Also von hinten ran und dann gib ihm. In Arsch beißen. Sehr gut. Sehr schön. Bleibe erstmal hier unten stehen. Verteidigung läuft noch gut. Noch läuft's gut. Wenn hier diese Spartaner angekommen wären mit ihren bitterbösen... Okay, noch keine neuen Leute aufgetaucht hier. Hier auch nicht. Der Hund schnüffelt mal eben. Kann aber nichts in seiner Umgebung riechen. Bis jetzt läuft es noch gut, Leute. Ne? Wir haben eine Chance hier, sicher rauszukommen. Wir warten einfach noch eine Runde. Ist okay. Alle nochmal in Deckung gehen. Wir warten. Die müssen zu uns kommen. Ich will nicht irgendwo in den Hangar laufen und dann stehen da drei Leute und nehmen uns unter Beschuss. Das wäre nicht so geil. Hund riechen. Riecht nur unsere eigenen Leute. Ja, das sind Krankenschwestern. Vielleicht waschen die sich auch. Man weiß es nicht genau. Hund läuft hier unten rum. Einfach mal zu gucken, ob das, ob die Kanalisation frei ist. Wir hören halt echt viele Türen. Dass so viele Türen auf und zu gehen, spricht eigentlich dafür, dass sie irgendwo halt rumlaufen, wo Türen sind. Wer hätte das gedacht? Und es könnte halt sein, dass sie oben in den Lüftungsschächten sind. Da kommen wir aber realistisch nur hin. Ja, einen Hund können wir hochschicken. Hier über die Treppen, glaube ich. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Wenn Asrael aus dem Weg geht, müsste der Kampfhund doch eigentlich hier oben in die Lüftungsschächte krabbeln können. Ja, irgendwie ist er da hingekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie. Hallo, Walter. Bei dir muss ich immer an den Frauenknast denken. Das nimmst du mir nicht übel, oder? Okay, da ist wieder einer. Den darf Asrael wieder abfrühstücken. Asrael braucht XP. Ist ein Typ mit... Ich weiß nicht, was er für eine Waffe hat. Wir schießen es auf jeden Fall weg. Kein Respekt für Eindringlinge. Und dann da nochmal eine Salve kommt. Verwundet, aber nicht gestorben. Das heißt, wir nehmen Chiroxy nochmal. Allerdings nicht mit dem Molotow-Cocktail. Der soll einfach mal eine Salve Pampe rausschießen. Sehr schön. Und geht dann selber hier oben, wo der Hund sich eben versteckt hat. Da in Deckung. Der Hund geht hier nochmal gucken. Und ich würde sagen, der Hund läuft auch einmal in den Fahrstuhl rein. Fahrstuhl ist clear. Dann geht der Hund gleich mal in den Hangar gucken. Vielleicht auch nicht alleine. Wir schicken nochmal einen zweiten Kampfhund mit. Und dann dürfen zwei Kampfhunde jetzt auf Spurensuche gehen, wo sich die letzten Gegner rumtreiben. Rumble guckt sich hier unten mal ein bisschen in den Gängen um, weil es kann, wie gesagt, durchaus sein, dass jetzt von hinten welche kommen oder durchs Wasser oder durch die Lüftungsschächte. Man weiß es nicht genau. Ein Hund riechen, riechen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder nach rechts und zwei nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und zwei nach unten. Hier unten müsste irgendwo einer stehen. Es kann sein, dass der eine Ebene über oder unter uns ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass er hier oben chillt. Ja, irgendwo sehen wir jetzt gerade einen. Okay, und das ist eine Akademie-Drohne. Das ist ein kleiner fliegender Diskus mit einer Laserwaffe. Und der ist noch ein Stockwerk weiter oben, sehe ich gerade. Ah, okay. Also es geht hier zwei Stockwerke hoch. Wir haben hier eine kleine Leiter, falls ihr sie sehen könnt. Ne? Und dann geht das zwei Stockwerke hoch. Meint ihr, unser Hund kann sich durch Metall beißen? Bestimmt, oder? Nächste Runde schnappen wir ihn uns. Laufen zwei Kampfhunde rein und beißen das Ding von links und rechts. Ah, das ist sogar dieselbe Höhe, wie wo unser Hund jetzt ist. Also gleich kommen hier drei Kampfhunde an. Na, einer hier durch die Tür, einer steht da oben hinter in Deckung, hoffentlich in Deckung, der andere da. Und einen Hund haben wir hier unten. Wir gucken weiter. Ein Gegner ist durchgedreht, das ist ein sehr gutes Zeichen. Im besten Fall hat der betreffende Gegner jetzt seine Waffe weggeworfen. Auf jeden Fall hat er seinen Zug verspielt. Und jetzt müssen die Hunde los. Okay, good luck. Da ist er. Fass! 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 Okay, wir nehmen einen anderen Hund. Jetzt kommt der Hund von hier, weil das Ding hat sich jetzt weggedreht quasi. Jetzt beißen wir nochmal von der anderen Seite. Hast du die Base gebaut oder ist die standardmäßig drin? Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Zeige ich dir gleich nach der Mission, ja? Sophie. Oh!
Ein Moment, einmal RIP bitte. Einmal Respekt für den Hund Pain. Ja, die scheint sich nicht wirklich gut durch Metall durchzuarbeiten. Phoebe hatte damit kein Problem. Die kann sich auch durch Alu-Büchsen fressen. Oh, mach die noch bitte platt. Wow, das Ding sieht immer noch aus wie neu. Okay, dann müssen wir die Pumpgun hinterherziehen. Mit der Pumpgun sollten wir ihn platt bekommen. Kannst du laufen, Chiroxy, da oben in Deckung? Ja. Lauf hoch, Chiroxy. Du machst das. Ah, zu viel masturbier nicht so viel. Das ist ungesund. Du weißt doch, davon wird man blind. Hallo, Jenny. Ich grüße dich. Ich grüße dich, Jenny. Warum antwortest du mir eigentlich schon wieder nicht, Jenny? Okay, wir sind durch. Das Ding fliegt einfach rum, okay? Es hat immer nicht auf die anderen beiden Hunde geschossen. Der Hund geht hier unten baden, dem geht's voll gut. Der rennt durchs Wasser und ihm geht's einfach gut. Und Chiroxy hat jetzt hier halt die Drohne gefunden und dann gibt's einen Pumpgun-Schuss. Und das Ding ist kaputt. Wir haben die Mission gewonnen. Ein Feind ist übrig geblieben, der hat katipuliert, genau. Der hat kapituliert, so. Ein Feind hat kapituliert, der ist es, der wahnsinnig geworden ist. 8 Tote haben wir geplündert und 9 Tote haben wir getötet. Warum, fragt ihr euch jetzt, haben wir 9 getötet und nur 8 Tote geplündert? Naja, der eine hat einen Plasmastrahl abbekommen, da war keine Leiche mehr zum Plündern. Also das ging. Heimvorteil und vor allem Hundevorteil hat geholfen. Ich will mir nicht vorstellen, was ohne die Kampfhunde passiert wäre. Geht mal ruhig bitte in den YouTube-Part, geht mal in den Discord bitte, liebe Leute. Geht in den Discord und nennt den Teil hier, ich weiß nicht, welcher Teil das ist, ich habe die Partnummer nicht aufgeschrieben, aber nennt den Part mal bitte Kampfhund-Action oder Feines Wauwau oder irgendwie sowas oder Rex regelt. Rex regelt wäre gar nicht so schlecht. Ne? Sagt einfach XCOM Part 1 heute Rex regelt. Und wir machen mal, was für ich ignoriere deine Nachricht, hab doch geantwortet. Nein, ich meine auf Snap. Ihr könnt sehen, Azrael, Rumble und Chiroxy haben gut Erfahrungspunkte bekommen, dafür, dass sie auch ein bisschen hier gekämpft haben. Wir finden ein Harpungewehr, eine Dartpistole, 5 Schrotflinten, ein paar Bandagen. Es ist okay und wir haben einen Wissenschaftler wieder gefangen genommen. Das ist gut. Das ist sehr gut, Leute. So muss das sein. Strahlenkanonenbatterie, haben wir nicht genug Ausrüstung, das ist mir egal. Beförderung, Chiroxy ist unser Bossmädel, ja, ist jetzt unser Anführer quasi. Chiroxy, Rumble und Azrael sind Verteidiger, weil sie den Unterschlupfwald verteidigt haben, kriegen sie einen Lebenspunkt geschenkt. Chiroxy ist jetzt Veteran, damit kriegt er nochmal einen Lebenspunkt und eine Freshness geschenkt. Azrael ist Patient, den hat es wohl ein bisschen erwischt, ich weiß gar nicht wann und wo wurde der denn getroffen? Warum hat denn der Leben verloren? Wurde der irgendwie von der Pumpgun gestreift oder so? Rumble ist weiches Ziel und Rumble ist übergroß. Sehr schön. So viel, dann kann ich dir das erklären. Man hat einen Unterschlupf zum Spielstart und das, was du hier siehst, ist quasi original die Location, in der wir eben gekämpft haben. Ja, man sieht hier die beiden Hangare. Hier sieht man den Hauptaufzug. Daneben hatten wir einen Korridor. Dann hatten wir hier die Baracken und hier den Extraktor. Und so ist die taktische Mission, die wir gerade gespielt haben, ein genaues Spiegelbild der Basis, die wir aufgebaut haben. Was ganz cool ist. Würde ich jetzt einen Hangar abreißen, hätten die Gegner zum Beispiel auch weniger Einfallstore quasi. Na, also so viel zu der Frage. Wir haben in dieser Basis, das ist original die Basis, mit der wir angefangen haben, nur die Messehalle hier unten rechts in der Basis haben wir aufgebaut. Das war eben nicht relevant, also würde ich sagen, ja, wir haben in der Standardbasis gekämpft, aber du kannst sie halt anpassen, so wie du lustig bist. Das ist tatsächlich sehr, sehr cool gemacht, finde ich. Und das war ja in Ordnung. Wie lange ist jetzt Azrael ausgefallen? 9 Tage, das geht aber tatsächlich. Okay. Chiroxy ist gesund, der Rest nicht, aber gleich kommen neue Krieger. Forschung abgeschlossen. Oh, hast du dir die Hände gewaschen, Sophie? Gehörst du zu der Personengruppe, die die Hände wäscht, nachdem sie pinkeln geht? Die Personengruppe, die sich die Hände nicht wäscht, nachdem sie pinkeln waren? Oder zu der Personengruppe, die sich die Hände abschleckt, nachdem sie pinkeln waren? Das würde mich doch mal sehr interessieren, Sophie. Forschung abgeschlossen, General Operative, die hatten wir schon mal erforscht und untersucht und befragt. Jetzt haben wir einen neuen befragt und der verrät uns alles über das Dura-Threat. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Ein
ein Faden. Fabric ist, glaube ich, ein Stoff oder Gewebe oder so. Ich glaube, Gewebe ist das richtige Wort. Ist ein Gewebe, das nicht menschlichen Ursprungs ist, also nicht von der Erde kommt. Wenn man es als Kleidung trägt, gibt es einem einen gewissen Schutz vor Energie, Chemie und elektrischen Waffen, aber nicht gegen Feuer oder Plasma. Es wird auch in der Form von sogenannten Dura-Tape benutzt. Das ist ein Wundermittel, das eventuell die größte Ingenieurserfindung aller Zeiten ist. Und dieses Dura-Thread, also oder Dura-Tape, also eine direkte Anspielung auf das gute alte Duct-Tape quasi, wird ohne Zweifel zu einem großen Increase führen, was unsere industriellen Kapazitäten angeht. Also, ne, wir werden sehr viel produktiver, wenn wir erstmal das Geheimnis des Panzertapes entwickelt und erforscht haben. Ich denke, wir sollten erstmal mit ein paar unserer Werkstattmitarbeitern experimentieren und die erstmal voller Duct Tape kleben. Kann man machen. Wir können jetzt erforschen Durathread Armor. Und ganz im Ernst, mal richtige Rüstung haben wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Momentan laufen wir noch in Piratenuniformen rum. Und ich würde sagen, wir können einfach mal direkt zwei Wissenschaftler nehmen und sagen, wo haben wir es hier irgendwo? Durathread Armor, gleich zwei Leute sollen sich das mal angucken. Warum nicht? Wir können jetzt produzieren, GOs ausrauben. Wir können auch ein Papagei machen übrigens oder Flammenpfeile und so. Interessiert uns gerade alles gar nicht so. Molotow-Cocktails könnten wir auch herstellen. Kosten auch nur $50. Wir stellen ein paar Molotow-Cocktails her, tatsächlich mal irgendwie 10 Stück oder so. Wir können Wein herstellen. Wunderbar. Kommen wir gleich zu. Oh, und GOs geben uns sogar Dura-Thread, wenn wir sie ausräumen. Also wenn wir gleich für irgendwas nicht genug Dura-Thread haben, wenn wir GOs ausrauben, also wenn wir sie gefangen nehmen und dann ausrauben, kriegen wir Dura-Thread. Die Sache ist ja schon fast umfragewürdig, Art Sophie. Ich wasche meine Hände nach dem Pinkeln, okay. Mit Wasser oder Urin? Nein, Spaß. Moin, sehe gerade, ich lebe ja noch. Was ist da los, Rumble? Ja, du bist nicht klein zu kriegen. Wir haben erforscht Chateau de la Morte. Moin, du geiler Fabrikbesitzer. Hallo Bondi, winke, ich grüße dich. Chateau de la Morte haben wir erforscht, liebe Leute. Diese Luxusware, die auf Äpfeln basiert, so, wird unseren intellektuellen Level sicherlich erhöhen. Denn Binge. Also. Warte. Okay. Gut, das ist schwer zu übersetzen. Ich gebe mir mal Mühe. Einmal in meinem Leben. Wir haben einen großen Durchbruch in der Brennerei oder in der Schnapsherstellung errungen. Wir können jetzt Äpfel benutzen, um Wein herzustellen. Und das hebt unsere Kapazitäten, was unsere mentale Fähigkeiten anbelangt, quasi auf ein ganz neues Level. Weil da, wo wir vorher Flatrate-Saufen mit Bier und Wodka gemacht haben, können wir jetzt Flatrate-Saufen, was natürlich nicht so vulgär, sondern viel anspruchsvoller ist, mit Wein machen. Und das wird dafür sorgen, dass wir sehr viel eloquenter, wenn wir besoffen sind, über abstrakte Themen reden können. Und dadurch sollten wir in der Forschung weiter vorankommen, was natürlich ziemlich logisch klingt. Außerdem hatten wir eine Groundbreaking Realization, also einen Durchbruch, einen gedanklichen Durchbruch, würde ich das übersetzen, der unsere Rettung darstellen kann. Denn diese Kisten voller Wein können auch abstraktiert werden, indem wir sie versilbern. So, und das ist jetzt sehr unsauber. Nee, das ist jetzt sehr kompliziert ausgedrückt, was uns das bringt. Wir können jetzt Wein herstellen. Und wenn wir uns die mal angucken, eine Flasche Wein braucht einen Apfel. Ob das so realistisch ist, ist egal. 137 Äpfel haben wir. Und wenn wir jetzt mal unsere 12 Wichte nehmen, die in der Werkstatt arbeiten und sagen, ihr sollt keinen Grog mehr herstellen, den ihr verkauft, ja? 12 Wichte können pro Monat so viel Grog herstellen, dass wir $191.000 verdienen. Das war so unser Hauptstandbein, was unsere Finanzen angeht, ja? Grog brauen und verkaufen hat ungefähr 200.000 pro Monat gebracht. Wenn ich jetzt dieselbe Anzahl an Arbeitern aber hingehen lasse und möglichst viel Wein produzieren lasse, kommen wir auf 481
100.000, also mehr als das Doppelte, fast das Dreifache an Profit. Und das werden wir sogar noch ein bisschen weiter ausbauen. Wir gucken mal in unsere Quartiere, wir sehen, okay, 9 Leute haben in unserer Basis noch Platz, bevor wir neue Quartiere bauen müssen. Quartiere sind teuer, aber dann stellen wir mal 4 neue Wichter an, also 4 Werkstattmitarbeiter, die sich dann, fünf neue Werkstattmitarbeiter, die dann auch gleich anfangen werden, Wein zu produzieren, wenn sie erstmal angekommen sind. Die brauchen auch wieder ein bisschen, die sind in 72 Stunden da. Und dann können wir sehr viel schneller irgendwie auf den grünen finanziellen Zweig kommen. Bevor wir den Wein produzieren, möchte ich allerdings erstmal die 10 Molotow-Cocktails herstellen. Dauert 5 Stunden, haben wir das Zeug. Guten Appetit. Wünsche ich dir. Jetzt sind die Geldsorgen vorbei. Ja, mit Abelvoy, Rumble kenne ich nicht. Die Geldsorgen sind besser. Ich würde nicht sagen, dass sie vorbei sind, weil den Wein produzieren dauert auch ein bisschen und so, aber es ist schon mal deutlich entspannter, die Situation. Ja, der Wein, die Ehre des Weins kommt. Forschung abgeschlossen, Hunden einen Namen geben. Hunde können echte Mitglieder unserer Crew werden. Wuffel und Knuffel. Sie kriegen nicht einfach nur einen Namen, sondern auch ihren eigenen Platz in unseren Baracken. Denn wir wollen ja unsere Crewmember nicht irgendwo in unseren Zwinger schlafen lassen. Sie werden auch besser umsorgt und kriegen besseres Fressen. Deshalb kosten sie dann $300 pro Monat. Aber diese Piratenhunde werden auch in der Lage sein, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Und genauso wie unsere eigentlichen Crewmitglieder sind sie dann in der Lage und können Erfahrungspunkte sammeln. Ist das nicht schön? Allerdings nur im Kampf. Ich darf den Hut wieder absetzen, glaube ich. Ich kenne Abelvoy nicht. Nee, tatsächlich. Kenne ich nicht. Sagt mir auch absolut gar nichts. Sie werden außerdem normale Crewsitze in unseren Raumschiffen brauchen. Und hört sich ganz gut an. Also dann können wir mehrere davon mit auf eine Mission nehmen. Davor konnten wir immer nur einen Hund mitnehmen. Jetzt können wir mehrere Hunde mitnehmen. Ich möchte nochmal einen Wissenschaftler mehr jetzt an die Rüstung packen. Und wir können jetzt produzieren Hundehalsband und Hunden einen Namen geben. Das Hundehalsband ist neu. Was hat es denn damit auf sich? Das ist Ausrüstung. Dog Collar. Da gucken wir gleich mal nach, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall möchte ich die Hunde gerne aufrüsten. Wir haben 3 Kampfhunde und die werden jetzt einfach mal zu normalen Soldaten. Wir haben ja noch ein bisschen Plätze in unseren Quartieren frei. Das heißt, die Wichte machen sich jetzt dran. Das kostet Hunde und Mutantenfleisch und in 2,2 Tagen haben wir dann unsere neuen Mitstreiter. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Ich würde hier einen kleinen Cut machen für die YouTube-Leute. Beziehungsweise wir gucken vielleicht erst noch nach, was das Halsband für einen Bonus hat. Arbeitshilfen müsste das sein. Und dann können wir hier Doc Collar mal uns angucken. Macht den Träger... Ja, guck mal, kleine Ho, das wäre doch was für dich, oder? Das Hundehalsband sorgt dafür, dass der Träger ein bisschen gehorsamer wird. Ne? Dann würdest du auch mal brav deine Hausaufgaben machen und die nicht immer sehen, um Stream machen lassen. Oder, kleine Ho? Plus 3 Moral wird pro Runde hinzugefügt. Aber dafür wird ein bisschen, ja, die mentale Substanz ein bisschen mehr angegriffen und man verliert jede Runde eine Freshness. Außerdem erhöht es die Susceptibility. Ist das Widerstandsfähigkeit oder ist das Anfälligkeit? Ich würde sagen, es ist Anfälligkeit. Mag das Wort mal eben einer googeln hier. Susceptibility. Es müsste eigentlich Anfälligkeit sein. Weil wir das Hundehalsband haben quasi und wenn jemand versucht uns zu verführen und wir haben ein Hundehalsband an, dann können sie uns leichter verführen. Aber wenn das einer von euch überprüfen könnte, wäre das ganz gut. Werden wir nicht produzieren. Ich glaube, unsere Crew braucht keine Hundehalsbänder. Außer wenn die Jenny macht nachher in die Ränge kommt. Wir gucken nochmal ganz kurz, wie lange brauchen die Handlanger jetzt noch, bis sie neu kommen. Also die wir gekauft haben, 35 Stunden. Gut, das heißt, im nächsten Part kriegen wir 4 neue Soldaten. Und die werde ich dann wieder nach euch benennen. Bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilt das Video, empfehlt mich weiter und bis gleich.